und die Verantwortung zu übernehmen sind zwei sehr unterschiedliche Dinge. Wenn du Verantwortung übernehmen willst, wirst du nächstes Mal versuchen, alles richtig zu machen. Nächstes Mal? Drac hat noch ein weiteres Ziel auf seiner Liste. Da Captain Quark jetzt für die Bösen arbeitet, brauchen die Schutztruppen dich mehr denn je. Und ich würde dir dabei sehr gerne helfen, so gut ich nur kann. Partner. Tja, Partner, hilfst du mir, meinen Protoanzug zu finden? Ratchet, es ist noch nicht vorbei. Schön, dass du zurück bist, Ratchet. Danke, Ilaris. Was gibt's Neues? Ich habe Nefarios Akten von Drac Industries entschlüsselt. Sieht übel aus. Sein nächstes Ziel ist Umbris. Umbris! Der Kern von Umbris besteht aus reinem Tetragen. Ihn zu sprengen wäre katastrophal. Laut dem Himmelskalender von Solana gibt es heute Nacht eine Konjunktion aller Planeten im System. Wenn Umbris zerstört wird, reißt er das gesamte System mit. Dr. Nefarius hat Drac einfach nur benutzt. Er will das System vor den Augen der Schutztruppen zerstören. Ich habe einen Plan, um den Deplanetisator zu zerstören, aber diesmal müssen wir heimlicher vorgehen. Ich brauche zuerst ein paar Dinge. Begib die zum Gadgetron-Hauptquartier auf Kalebo 3, dann schicke ich weitere Anweisungen. Oh geil, Alter, da kommt ja doch noch ein bisschen was. Vielleicht Kalebo 3 und dann eine dieser Holo-Verkleidungen. Dann muss Finale kommen, weil jetzt kommt, weil wenn wir alle zusammenzählen, das macht dann schon Sinn. Das ist so geil, ne? Novalis ist einfach verschwunden. Krass. Ab nach Kalebo. Alexa, danke schön für deinen 18. Sub. Vielen Dank für 1,5 Jahre. Danke. So, jetzt können wir mal gucken, was als neu ist. Um den vorsichtigen Drac besiegen zu können, brauchte das Duo etwas, das es nur auf Kalebo gab. Eine Gadgetron-Holo-Verkleidung. Ach, die Holo-Verkleidung, wo man dann winkt, ne? Ja. Sehen wir uns diesen Händler. Die Plarks sind offenbar in den Sektor eingedrungen. Oh ja, ich erinnere mich. Sie an die Gadgetron-Waffenlager. Ah, oh, das war super, die Verwandlung. So, was gibt's hier? Den Schaffinator! Und den können wir uns sogar leisten! Schaffinator! Aber erstmal skillen wir weiter. Todeshandschuh hat nicht weiter geskillt, ne? Scheiße, jetzt habe ich weitergeklickt. Mit Hilfe des Nano-Herstellungsverfahrens passt ein zusätzlicher Schicksalsagent in jede Granate. Cool. So, was wäre next? Ich meine, du bist schon geil, aber da kriege ich keine Boni mehr raus. Ich will erstmal die ganzen Boni rausholen. Kreisklingen. Ich glaube, Kreisklingen skillen wir jetzt. Versteckte Klingen. Jede Klinge kann von einem zusätzlichen Ziel abprallen, bevor sie zerbricht. Das ist geil. Ja klar, wir verwandeln jetzt alle in eine Schafe. So, 11 hätten wir noch. Jägerwerfer, der war schon eigentlich auch ganz geil, ne? Erfasste Ziele in einem größeren Bereich. Erfasste Ziele schneller. Und mehr Munition. Ich glaube dann eher das. Hier, 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 hier. Jede Rakete enthält einen Flug in ihrem Kern, um die Explosion zu vergrößern. Alles klar. Damit ist das Ding auch deutlich stärker geworden. Ja, dachte ich mir schon fast. Schaffinator! Machen wir gleich. Erst gucken wir uns noch die neuen Karten an. Ich habe eine Menge Karten, glaube ich, jetzt. Oh, Rieder 5. Perfekt. Nochmal 5. Nice. Und nochmal 5. So, Pukitaru. Abwurfrate erhöht sich. Magma-Omega-Herausforderung. Plasma-Herausforderung. Raritarium erhöht sich. Schön. So, und wir haben 27 Doppelte. Holy crap.
Okay, 27 Doppelte. Da können wir ja erstmal, glaube ich, was kaufen, ne? Dann machen wir die hier fertig. Raritarium erhöht sich. Holo verbessert sich. Apokalypse. Alle, immer jetzt einfach mal die ganzen Sätze vervollständigen, wa? So, Schmelzbombe vervollständigt. Und die Dala. Und noch mehr Bolz. Perfekt. Wir haben schon 62%, das ist gar nicht so schlecht. So, dann schauen wir doch mal, wie der Scharfinator... Ein Schaf! Leute, das sind Schafis! Das sind Schafis! Alles klar, Scharfinator confirmed. Den skillen wir easy hoch, oder? Transporter im Anflug. Ihr könnt mir gar nichts mit meinem Schafen. Oh. Ich glaube, diese Zahnräder steuern die Brücke. Na, vielleicht können wir sie irgendwie bewegen. Sehr gut. Und wie wir das können, weil wir hier die passenden Skills haben. Und ab dafür. Gut gemacht, Ratchet. Das Düsenpack ist wirklich äußerst praktisch. Dankeschön. Wollen wir da lang? Lass mal erstmal hier noch ein bisschen kaputt machen. Oh, oh, schau mal, wie viele Schafe hier sind. Lauter Schafe. Super. Freiwillige im Schmelzgranaten-Testlabor geortet. Leite tödliche Prüfung ein. Was? Tödliche Prüfung? Ich muss die Typen in Schafe verwandeln. Scheiß auf tödliche Prüfung, Alter. Scharfinator! Stufe 2. Test abgeschlossen. Easy. Sicherheitsbots zum Aggressor testen. Unser Vorrat darf nicht in Blaghände fallen. So, habt ihr Bock auch zu Schafis zu werden? Oh, das geht jetzt deutlich schneller schon. Stark. Ah, oh, das ist herrlich. Schaffis! Wer schießt denn da ab? Ihr? Alle sofort abriegeln! Alle Sicherheitsprotokolle aktivieren! Schafft den Casual Friday ab! Alles klar. So. Todeshandschuhe können wir ja ab und einmal so ein bisschen mitskillen noch. Aber der Schafinator, der wird mir natürlich beim Bosskampf nichts bringen, aber ist wurscht. Wir verwandeln die alle in Schafe. Können wir sogar die ganz Großen in Schafe verwandeln? Wow. Wow. Wow, ist das krass. Alles klar. Oh. Freiwilliger im Pyrozitorraum geortet. Bereit machen zur Auslöschung. Oh, ich habe nur noch eine Energie. Scharfe Skillen, like a Baus. Wir müssen die Blag daran hindern, Waffen und Apparate zu stehlen. Scheiße! Scharfverwandlung und Kill gleichzeitig.
Das musste ja passieren. Oh, direkt hier ein Checkpoint. Wie gnädig. So, damit wir aber jetzt trotzdem noch zum Beispiel den Jägerwerfer mal... Alter, wie groß der Radius geworden ist. Yo. Überhaupt nicht übertrieben, oder? Holy shit. Wie sick ist denn bitte der Radius geworden durch diese Verbesserung? Wow. Wow. Ist das krass. Alles klar, weiß ich Bescheid. Vielleicht können wir den Raum drehen. Und wie weit drehen wir den? Solange wir lustig sind, offensichtlich. Geil. Jetzt gehen wir den jetzt auf Stufe 5. Und bitte. Alter, was für eine Action hier abgeht, ist der Hammer. Das ist einfach viel zu schön. Oh, hi. Kann ich euch nicht irgendwie da hinten noch abschießen? Okay. Ich habe leider schlechte Neuigkeiten. Unser... Versuch, die Behörden zu alarmieren. So, was brauchen wir noch? Die Schmelzgranate. Laut IT-Abteilung handelt es sich um einen Störsender. Und dann wird die Aktivierung das große Aus- und wieder einstöpseln. Meine Fresse. Wenn der Hex nicht ausfällt, können die Reiter nichts dagegen tun. Boah, hätte ich nicht gedacht, dass wir das so krass durchziehen mit dem Waffenleveln. Aber es funktioniert. Schmelzgranaten-Testlabor geortet. Leite tödliche Prüfung ein. One more time. Oh, na, den werde ich das Fell über die Ohren ziehen. Oh. Ah, geil. Super. Haben wir hier nicht noch irgendwas Besseres? Jägerwerfer. Boah, komm schon. Echt jetzt? Das geht nicht kaputt, das Teil? Doch, jetzt. Double Kill schon wieder. Mit der letzten Granate, die ich noch geworfen habe. Trifft sich aber ganz gut. Kann ich mehr von den Dingern skillen. Wenn wir ganz ehrlich sind, war der Tod sogar ganz praktisch. Alter, was geht denn hier ab? Okay, ich habe schon wieder keine Energie. Meine Fresse. Yes, eine neue Karte. Energy. Wäre nicht schlecht. Was halten denn die aus? Das zu skillen dauert echt am längsten, weil die Schüsse so unspektakulär sind. Dann ziehen wir das durch bis Stufe 5 einfach. Beim Jägerwerfer. Ne, erst bei der Schmelzgranate. Und wir haben leider nicht so viele von denen, ne? Alter, wie viel... Ich muss das anders machen hier. Ich kann hier nicht so viel leveln. Kann ich nicht so viel leveln, das geht nicht. Weil, ansonsten... Ich brauch ja... Muss das anders machen. Das macht ja nichts. Und dann... Im Aggressor. So, siehst du, und schon ist hier Ruhe. So, und da das hier gleich wahrscheinlich wieder ungemütlich wird, werfen wir hier nochmal so eine Globi-Bombe rein.